Ach, Mr. Streuselschnecke, guck mal hier. Ich hatte erwartet, dass ihr die Probleme in der Botschaft lösen und nicht Boah, verursachen dieser würdet. Haarschnitt. Versteht ihr, was hier draußen geschieht? Lasst es gut sein. Erklärt, was ihr in diesem Lagerraum getan habt. Botschafterin Tarinvi hat mir aufgetragen, den Lagerraum zu durchsuchen. Warum sollte sie das tun? Ach, was soll's. Nun, was habt ihr gefunden? Nun, die Vorräte, die für Khajiit bereitgestellt wurden, sind nutzlos. Ein ganz gewöhnlicher Fall von Merkwürdig, dieser Typ. Bürokratischer Korruption. Ich hätte da mehr von der Botschafterin erwartet. Doch das spielt keine Rolle. Vorräte können ersetzt werden. Was ist mit der Botschaft der Khajiit? Hat sie gesagt, warum der Bau noch nicht begonnen hat? Sie meinte, sie hätte einen riesigen Arbeitstrupp angeheuert, um Steine aus einer Höhle in der Nähe zu beschaffen. Was meint ihr Jetzt mit müssen wir in die Höhle Steine gehen, wa? Beschaffen? Das hätte doch schon vor Monaten erledigt sein sollen. Die Bauarbeiten sollten umgehend beginnen können. Ich werde selbst mit der Botschafterin reden. Und ich werde sie... Ich sag ja, wir machen nur die Drecksarbeit. Die Botschafterin meinte, sie würde losgehen, um nach euch zu suchen. Ja, ich bin ich gleich bin so weit. Überrascht, dass wir einander unterwegs Komm, nicht ich begegnet nicht mal dazu, sind. Die Waffe zu Geht ziehen. Zu diesen Ruinen und findet diesen Arbeitstrupp. Geht gar nicht. Warum ich möchte keine wissen, Waffe? Warum sie ihren Auftrag noch nicht Oh Mann. erledigt haben. Ich werde Oh nicht Mann. Zulassen, dass das Wort von Königin Eiren durch das Also, das ist die Unvermögen Blitzhände Dritter an. Bei an dem ziehst du Ansehen keine Waffe, verliert. oder? Hallo, jetzt habe ich der Stein um mich rum. Die Steine sind gut, ja. Auf zu den Ruinen. Wie könnt ihr eure Verbündeten? Das heißt, die anderen kriegen Schaden? Ist das so eine Art Stein. Schadensschild? Nein, das ist ein Schild, ja. Du kriegst keinen Schaden. Ach so, das geht natürlich auch. Schild fängt bei Verbündeten 678 Schaden ab. Und so, bei mir ist endlich 100... mal außerhalb. So, wo sind denn die Ruinen? Durchsucht sie. Ach, hier. Die vielen Schnitte im Körper des Waldelfen scheinen eine Art Axt zu stammen. Seine Hände sind spielig und er trägt eine einfache Kleidung eines Händlers. Merkwürdig. Da hinten. Da muss ein kaputter Wagen rumliegen. Nanu. Die Oberfläche dieses Wagens ist von Splittern in der Nähe und Späne übersät. Er scheint mit Axtfliegen zerstört worden zu sein. Azarit, wo? Ach da. Ich sah, wie ihr über der Leiche eines toten Waldelfen standet. Hätte euch beinahe ein Pfeil in den Hals gejagt. Gut, dass ich euch wiedererkannt habe. Was? Wer seid ihr? Azarit, die haben alle so komische Augen, finde ich. Deswegen wollte ich keinen Waldelf machen. Wir sind direkt König Camoran Eradan unterstellt. Ich habe euch vorhin schon gesehen, im Thronsaal. Der König hatte so seine Verdachtsmomente wegen des vermissten Arbeitstrupps und bat mich, der Sache nachzugehen. Anscheinend sind wir beide an dieser Angelegenheit interessiert. Wie viel wisst ihr darüber, was hier vor sich geht? Ich weiß genug. Den Khajiit steht eine Botschaft zu. Sie sind wütend, dass die Hochelfen den Bau in die Länge ziehen. Nein, doch nicht. Es wirkte alles wie ein rein politisches Problem, bis ein Dutzend Steinmetze spurlos verschwand. Der König hat mich geschickt, die Gründe dafür herauszufinden. Ich möchte einfach nur wissen, wer hinter dieser Sache steckt. Der König vermutet, dass Botschafterin Tarinvi nichts Gutes im Schilde führt. Nur wegen kleiner Ich will Auffälligkeiten nur wissen, was hier eigentlich los ist. Aber er kann seine Verbündeten schlecht bezichtigen, die gesamte Allianz zu untergraben. Daher hat er mich geschickt, um mich darum zu kümmern. Um euch wiederum zu kümmern? Oh, der Wagen ist Botschafterin Tarinvi hat Verbrecher angeworben, um Vorräte zu schmuggeln. Wie er sich erklären muss vor uns hier, das ist ja auch schon richtig gelöchert mit unseren Fragen. Ich sage nicht, dass sie diese Steinmetze hat töten lassen, aber ich würde sie trotzdem einmal gerne selbst fragen. Ja sagen? Das Problem ist, dass wir nichts tun können, solange sie in der altmärischen Botschaft ist. Botschafterin Tarinvi hat vorhin die altmärische Botschaft verlassen, nachdem ich sie befragt hatte. Wenn sie die Botschaft verlassen hat, dann weiß sie, dass jemand hinter ihr her ist. Sie wird abtauchen und zu fliehen versuchen, indem sie sich von jemandem aus Gradwald herausschmuggeln lässt. Wir sollten sie wohl besser aufhalten. Trefft mich in den Halden am Fuß des Eldenbaums. Alles klar. Ich tauche bald dort auf. So. Nanu. Spezialwagen. Du bist auch speziell. Deswegen ist er kaputt gegangen, ist alles durchgefallen. Guck mal, das ist eine Autobahn. Gibt es hier oben eigentlich irgendwelche Bücher? Das wäre ja auch mal schön. Nee. Da geht schon ziemlich tief runter. Kommst wo du müssen her? Wir nochmal hin? Da hinten. Komm da runter. Ach, da hinten, einmal quer rüber, oh Gott. Schaffst du es von dem auf dem Baum da, oder? Auf den Ast schaffst du, oder? Nee, ja, auf den nächsten. Ja.
Tatsache. So, da runter. Wir müssen wir, glaube ich, nachher rein. In Eldengrund? Nö. Nee, da rein. Oh. Wow, ohne Schaden. Ja. Grüße. Das war hier hinten noch irgendwo. Ups, ich renne schon wieder. Ich hab keine Ausdauer mehr. Findet den Eingang zu den Halden. Das ist der Vater der mittleren Rüstung. Hier sind doch überall Quests noch in der Ecke. Ich dachte, ich wäre hier schon gewesen. Ach herrje. Ach, hier läuft einer. Da ist er ja, der Azarit. Sie nennen diesen Ort die Halden, denn hier enden alle Abfälle. Wir lernen sie ab und zu, aber sie kommen immer zurück. Notwendiges Übel, wurde mir gesagt. Seid ihr sicher, dass Botschafterin Taren wieder drin ist? Ich habe mit jemandem gesprochen, dem ich vertraue. Sie ist definitiv hier. Wir sollten in die Gänge kommen, sie hat keinen großen Vorsprung. Wie lautet der Plan? Wir nehmen sie fest, wir unterziehen sie einer Befragung. Wir finden Beweise, dass sie hinter allem steckt, damit Prinz Nämon nicht vor Wut platzt. Ich hätte nie gedacht, da habe ich gerade schön die Flasche über die Botschafterin jagen würde. Womit müssen wir in den Hallen rechnen? Mit Schmugglern, Skoma-Süchtigen und mehr als nur eine Handvoll Verbrecher. Skoma-Süchtige? Das kann ja nur Khajiit sein. Aber manchmal verbünden sie sich auch, um Außenseiter zu vertreiben. Beinahe wie eine schäbigere Version des Dominions. Wie sollten wir eurer Meinung nach vorgehen? Unser Ziel ist es, Botschafterin Tarinwe zu finden, bevor sie sich eine Ausreise aus Gradwald erkauft. Wir bleiben im Verborgenen und gehen unnötigen Konflikten aus dem Weg. So würde ich das zumindest machen. Aber unsere Suche erstreckt sich über ein oder großes wie? Gebiet. Ich halte mich an eure Führung. Das ist, ich glaube, das ist Eis oder so. Wo? Ach, der... Ja. Das muss Eis sein, glaube ich. Ach, ist schon manchmal merkwürdig mit dir. Ich keine Worte für... Na, gehen wir mal rein. So... Es ist unter den Waldelfen gängige Praxis, Abfälle einfach aus den Fenstern zu werfen, damit sich diese an den Wurzeln ihrer Baumhäuser sammeln. Andere Völker sehen dies als ekelhaft und unhygienisch an. Während die Bosma behaupten, sie würden so die Wurzeln ihrer geliebten Bäume düngen, denken andere eher, dass es einfach nur Faulheit wäre. Das ist total interessant. Im nächsten ist zum Beispiel eine Geschichte dabei mit so einem Baum. Habt ihr eine Münze übrig? Oder etwas, Goma? Das ist voll interessant, die gefällt mir voll. Oh, ich habe gerade mein Schreinermaterial bekommen. Ah, hier war ich doch schon mal drin, versehentlich. Mir ist es mittlerweile egal, woher es kommt. Ich hatte mir Eldenwurzel an der Aufnahme mal angeschaut und habe gemerkt, huch, das könnte ja ein großer Quest werden, dann bin ich wieder zurückgelaufen. Bewegung! Bewegung? Kann ich dir geben, komm her. Ich mag die Spülhände. Bitte, lasst die unbenannt. Ihr gehört nicht zu. Die Handy umbenannt. Wieso? Weil die beim letzten Mal, wo ich drin war, rassistischer Meisterschütze und so. Dass du jetzt anders denken willst. Ja. Im Laufschritt! Dann rassistisch. Noch schön geprügelt. Ich behalte die Hände einfach mal. Müssen wir was machen? Nö. Wir lang. Nö, einfach. Gibt es hier noch ein Buch irgendwo oder sowas? Nein, gibt's nicht. Schade. Wir müssen hier drin die Botschafterin suchen. Ich kämpfe einfach mit Fäusten. Okay. Klappt gut. Ja, oh. Hier, da, hier, so, zack. Jetzt, setzt euch zu mir. Es klappt verlockend, aber geht ihr nicht von diesem Bastard. Habt ihr keinen Ehemann, mein Herr? Ja, es klappt ja sehr gut. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr euch im Ärger vergesst. Oh, ich bin tot.
Ist das eine Kiste? Nee, ich dachte schon. Bin schon unterwegs, Moment. So. Aber also, das muss beim letzten Update nicht gewesen sein, ne? Der letzte war nicht. Halt mal dein Schwert ins Licht, ich will das mal sehen. Was ist das denn? Ist das. Das ist keine Nordklinge, oder? Das sieht ziemlich verrostet aus. Ja, das ist denn das? Bretonisch? Nee, auch nicht. Das ist ein normales. Oder doch Nord? Schwert. Wo die Verzauberung leer ist. Schön. Ja, die Leute, die Schwerter herstellen, sind rar. Hallo? Ach, Mist. Wie zündet das an? Ich zünde dich gleich an. Ah doch, da ist rassistisch. Da steht rassistisch. Ah ja, rassistische okay. Pyromanen. Da bin ich ja beruhigt. Das ist doch nicht unbedingt. Guck mal, wer da vorne ist. Darin weh. Hör zu. Bin da. So viel dazu mit Hör zu. Da war noch ein Gespräch am Laufen. Gespräch? Wo? Hier wird nicht gesprochen. Bevor wir entdeckt werden. Prinz Nämon, wir hatten doch noch eine Geschichte mit erklären. Ach so, erklären. Huch, ja. Ach komm, die hat's verdient. Mehr will ich nicht wissen. Warum? Wohin bringt ihr mich? Ich kann ja mal ein bisschen Donner machen. Um euch für eure Verbrechen gegen das Dominion zu verantworten. Er wird mich töten lassen und zum Essen servieren. Oh, ich kann sogar aus der Kampfhaltung nur, trotzdem blitzen. Wenn ihr für schuldig befunden werdet. Und falls es dazu kommt, würdet ihr doch nur jedem von uns übel aufstoßen. Ach, die Ärmste. Warum sind es eigentlich mal die Frauen, die hier verhaftet werden? Merkwürdig. Gute Arbeit. Die andere komische Tante da. Ihr solltet dem König die guten Neuigkeiten. Erst war es die Schleierkönigin, die ja auch die Offizierin war. Dann war es jetzt die Tante hier. Nee, Moment, die Schleierkönigin war ja die. Nimm. Auch so eine Art Sippenhoffürstin. Die rassistischen Soldaten. Wieso? Ja, weil die rassistischen Soldaten sind. Ach, die tun ja nichts mehr. Die keucht ja richtig. Muss nur noch mitkommen. Haben wir alles? Gibt's noch eine Scherbe irgendwo? Nein. Wir gehen aber gleich in die weite Welt hinaus. In die weite Welt hinaus. La 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 la. Das ist sehr lang. Da lang. Ja, ein bisschen Platz habe ich ja noch. Wir müssen drei verschiedene Gebiete. Der Char sieht hier irgendwie ähnlich. Ich weiß nicht. Ich hätte denkt. Was? Nein, das erinnert mich irgendwie an Starbound so. Da warst du doch auch eher der Zweihänder-Typ. Oder, na gut, beim letzten Mal eher Waffen, aber das Mal davor war das auch Zweihänder. Ne? Was? Staffel 1? Erinnerst du dich? Ja. Bei der einen Quest, hör mir bitte genau zu, ja, wenn ich erkläre. Ach immer, weißt du doch. Weil Chico hat sich nämlich beschwert, dass er da fünfmal sich immer wieder dupliziert. Wenn du es richtig magst, dupliziert es sich ein einziges Mal. Mhm. Kehr zum Thronsaal von Eltenwood zurück. Machen wir. Wo ist denn Eltenwood? Die Quest ist ein bisschen hinterlistig, die eine. Bei 9000 Ausdauer kann man schon ein bisschen rennen. Mein Bogi hat auch ziemlich viel Ausdauer. Muss man auch haben. Nicht, dass ich mit dem hier Klingenwirbel oder wie das Ding heißt, spam, aber ne. Viermal packe ich hier, da vielleicht auch fünfmal. Ich werde aber hoffentlich besser. Sobald ich endlich Ausdauer krieg. Ich habe ja die Möglichkeit.
Ach schön. Ausdauer pro getroffenen Gegner zu kriegen. Das ist ganz cool. War hier schon mal so viel Licht in dem Raum? Oder ich guck das erstmal nach oben. Das ist. Ich muss echt sagen, wenn ich deine Videos angucke, sind die sehr dunkel. Ja, eben. Genau. Obwohl das Spiel eigentlich gar nicht so dunkel ist. Entweder hast du das so dunkel eingestellt bei dir. Ich habe am Gamma nichts verändert. Ich kann ja mal gucken. Warte mal. Einstellungen, Video, Gamma-Korrektur ist relativ weit hinten, ja. Ich will mal ein bisschen hochstellen. Gamma habe ich in der Mitte. In der Mitte? Ja. Du warst von Anfang an eingestellt. Ach so, stimmt, das hatte ich ja eigens kalibriert. Ich kann ja nochmal kalibrieren. Ja, weil das ist nämlich bei dir echt ziemlich dunkel. Also, teilweise sieht man kaum, im Minecraft-Video sieht man auch kaum was. Aber bei mir war das in der Mitte eingestellt. Echt? Das mittlere Logo sollte kaum zu erkennen sein. Dann muss ich das aber relativ dunkel einstellen, wenn ich das kalibriere. Ich mach das mal so. Wir testen das. Uah, ist das hell. Wir testen das einfach mal. Ui. Da kannst du ein bisschen heller ganz drehen. Ich habe jetzt mal gedreht. Die Beschwerden werden dann eintrudeln. Das ist lächerlich. Erhöht Gamma denn eigentlich die GPU-Leistung? Ich würde eher sagen, Gamma erhöht eigentlich bloß ein Bildschirm. Was habt ihr von der kajitischen Botschaft erfahren? Ja, es wird schön handwarm jetzt, der Bildschirm. Botschafterin Tarantwe hat sich gegen das Dominion verschworen. Oh, gut. Gut. Ich liebe nichts mehr als Gerede über Verschwörungen. Hatte die Botschafterin ein Manifest? Für gewöhnlich haben sie Manifeste. Ja, sei es drum. Ich nehme an, ihr habt diese Angelegenheit geklärt. Ich habe Botschafterin Tarantwe gefangen. Famos. Ich überlasse euch die Ehre, den Prinzen Nämon darüber in Kenntnis zu setzen. Warum erzählt ihr ihm nicht, dass die ordnungsgemäß gewählte hochelfische Botschafterin insgeheim gegen genau jenes Dominion arbeitete, das sie zu unterstützen geschworen hatte? Ich werde derweil auf meinem Thron sitzen und versuchen, nicht hämisch zu grinsen. Ich mag den König nicht. Das ist ja ein Arsch. Warum? Ach, der ist irgendwie so... Ja, hämisch, wie er selbst sagt. Ich habe gehört, was ihr dem König gesagt habt. Botschafterin Tarantwe, eine Verräterin, der Mörder meiner Frau, ein treuer Diener und ich, der Vertreter von Königin Eiren in Eldenwurz, muss euch für eure Anstrengungen danken. Hattest du die Kalibrierung überhaupt vorgenommen? Ich werde keinen Grund liefern, meine Pflicht dem Dominion gegenüber in Frage zu stellen. Was wird mit Botschafterin Tarantwe geschehen? Wir werden Botschafterin Tarantwe verhören, bis wir wissen, wie weit ihr... Ach, das Ohr der Königin, das hast du mir schon dreimal andrehen wollen. ...dass allen Verrätern ergehen muss. Aber sei es drum. Eure Effizienz bei der Klärung dieser... Für Schildleute ist das gar nicht so schlecht. Hast du das auch auf Stufe 19? Belohnt alle seine Diener. Jetzt erhalten? Fragezeichen? Ja. Der Verrat von Botschafterin Tarantwe hätte nicht eindeutiger sein können. Sie kannte die Einzelheiten der Bestätigungszeremonie, womit Königin Eiren in Gefahr ist. Es ist die Schuld meiner eigenen Schwester. Sie wollte den Silvanar und die Mähne friedlich stimmen. Jetzt leuchtet ja alles noch viel heller, wenn ich das aufnehme. Aber du musst dich denn ja nicht wundern, wenn du in Minecraft nichts mehr siehst bei den ganzen Shadern, die du noch anhast. Wenn du da den Gamma natürlich in der Mitte hast, dann... könnt bisschen blenden. Die Bestätigungszeremonie endet beim Planetarium, einer uralten Maschine unter Eldenwurz. Sie wird vorhersagen, dass die Königin Eiren dazu geeignet ist, Kaiserin zu werden. Oder irgendwas in der Richtung. Aber Botschafterin Tarantwe hat bei den Vorbereitungen geholfen. Ich muss davon ausgehen, dass sie versucht hat, die Vorbereitungen zu sabotieren. Werdet ihr die Zeremonie abbrechen? Das würde Königin Wieso muss die Königin eigentlich noch eine Zeremonie machen? Die war doch schon im Keller und hat dort irgendwie im Grab darum getüdert. Eigentlich hat sie doch die Zeremonie schon durch. Er ist ein Experte für das Planetarium und weiß, was zu tun ist. Gar nicht so übel, wenn man sich erst einmal an den Geruch gewöhnt hat. Ich werde mit Meleras sprechen. Die was hat die Plön gemacht? Bestätigungszeremonie scheinen endlos zu sein. Aber ich bin der Aufgabe gewachsen. Jetzt muss ich mit Meleras sprechen. Warum kann Königin Eiren die Zeremonie nicht verschieben? Sie hat gefragt, was sie mir alles erzählt. Als rechtmäßige Anführerin erweisen könnte. Der Silvanar hat mein Gott, der trägt auf einmal eine Rüstung, ist alles so hell geworden. Und die Mähne hat zugestimmt. Natürlich wird keiner anwesend sein, um es zu sehen. Dennoch ist meine Schwester an ihr Wort gebunden. Ich werde das einfach mal so lassen und mal selber gucken, wie das denn so und so.
Politische Entschuldigungen der Khajiit sind nicht erkennbar. Ich weiß, dass die Mene nicht anwesend sein wird und das ist alles, was ich wissen will. Welche Mene? Und was den Silvaner also die Hälfte von dem, was er erzählt, verstehe ich gar nicht. Er dachte, er könnte mit den dreckigen Meereselfen verhandeln. Mit jemand der Verbündeten von Königin Eiren der Zeremonie beiwohnen? König Kamoran Eradan. Sie ist unterhalb seiner Stadt, also kann man ihn nicht abweisen. Und mich natürlich auch. Das stand da gar nicht. Da, er hat gesagt, sie ist unterhalb der Stadt und dort stand, sie ist in seiner Stadt. Egal. Manchmal gibt es so einen leichten Übersetzungsfehler. Was machst du denn da? Ich glaube auch, Prinz Nemo. Der Verrat von Botschafterin Tarinwe hat uns alle schockiert. Aber das ist unerheblich. Ja, das Planetarium muss ja, für die Königin funktionieren. Der Waldelf ist echt klein. Achso, du bist ja noch gar nicht da. Genug, um hier zu helfen. Das Planetarium funktioniert schon seit Ewigkeiten nicht mehr so, wie es sollte. Wir hatten vor, einen recht empfindlichen Zauber einzusetzen, um es mit einem kleinen Trick wieder in Gang zu bringen. Aber wenn Prinz Nämon glaubt, dass wir es mit Sabotage zu tun haben, dann müssen wir eine alternative Methode finden. Ja, was denn? Nun, wir orientieren uns an der Vergangenheit. Der Legende zufolge brauchte das Planetarium einen erfahrenen Bediener, eine aileidische Energiequelle und einen göttlichen Funken, um zu funktionieren. Ohne alle drei wird es nichts anderes machen, als sich nur zu drehen. Ziemlich hübsch. Ich würde gerne mal einen Dolch nehmen. Wo kann ich eine aileidische Energiequelle finden? Laut diesen Texten erweckte das Herz von Anomariel das Planetarium zum Leben. Es ging vor langer Zeit verloren. Ein Mitglied der örtlichen Magiergilde, Lara Nalda, hat jedoch die Theorie, dass es sich in einer Aileiden-Ruine befindet. Sie ist gerade im Reliquiar der Sterne und sucht nach dem Herzen von Anomarie. Die sind ja leer, die mussten wir aufladen. In Ordnung. Wunderbar. Schickt alles, was ihr findet, direkt. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Sobald alles an Ort und Stelle ist, können wir mit der Bestätigungszeremonie beginnen. Und hört hast auf, du auch schon alles abgeschlossen? Konservatorin Daranet als ein fehlendes Element zu bezeichnen. Nee, alles abgeschlossen. Ich habe das sofort abgeschlossen, als ich es annahm. Bergt das Herz von Anomariel, heißt es jetzt. Den anderen hast du? Ja, die habe ich wohl zufällig schon erledigt. Na komm, jetzt darfst du vorlaufen. Dann können wir das ein bisschen schneller erfüllen. Wie lange müssen wir denn noch warten? Er sagt schon, wie lange müssen wir noch warten? Du hast ja selbst gesagt, die Quest ist ein bisschen länger. Da kommt es ja eigentlich nur gelegen, wenn ich die Texte schon durchgedallert habe. Wenn auch, ich glaube, einige offline. Naja, wie auch immer. Für die Zeremonie brauche ich jedenfalls ein paar Sachen. Herz. Okay, das Schwere, wo ich letztes Mal gemeint habe, war Archims Umhang. Das ist ein, ach ja, das hatte ich gestern, glaube ich, gerade gemacht. Mit dem Eisding, ne? Mhm, genau. Wo du die Tussi töten musst. Ja, das ging aber mit dem Level mittlerweile. Ich könnte ja in dem Level könnte ich ja schon gut in Grünschatten sein, oder? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, ein Regal. Wo müssen wir hin? Ja, das ist eine gute Frage. Wir müssen hin. Kann ich nicht Rechtsklick folgen drücken? Da gehen wir hin. Da. Ja. Und zwar hast du den Pott schon unten, ganz unten links. Wahrscheinlich. Südspitz? Ups. Nein. Doch, Südspitz, ja. Mhm, okay. Wird gemacht. Macht dir was aus, wenn ich hier gleich alle Quests erledige? Nö. Oder? Ich komm halt mit. Solange du dokumentierst. Was? Geocorat ist hier schon gemacht, ne? Boah, der Bildschirm explodiert ja, wenn ich das mache. Das ist ja die wunderschöne Quest mit Geocorat. Die hier? Die hast du noch nicht? Nee. Ach so. Ich glaube, das war ein Solo-Verlies. Aber ich komm mal mit. Oder ich nehme mal die Rune noch. Geh schon mal rein. Das hatte ich sogar aufgenommen. Doch, in Südspitz war ich. Das war das in der Kathedrale oder so komisch, in den Katakomben. Wo du dann diese komischen... Ja, was war denn das? Bist du rein? Bist du in den Ort drin? Ich bin hinter dir. Oh.
such dich hier. Huch, jetzt bist du weg. Ja, das ist doof. Komm rein. Ich bin drin. Ah, ich sehe deine Lebensleiste. Wir sind stimmt, nicht in derselben. Stimmt, das ist eine Solo-Quest hier. Ja, dann. Gut. Mhm. Okay, jetzt bist du da drin. Mhm. Wie machen wir das denn jetzt? Sonst mache ich ein kurzes Päuschen, dann treffen wir uns wieder, wenn du fertig bist. Kann man natürlich auch machen. Ja, ich denke mal, du brauchst nicht so lange. Du bist ja sowieso durchrasen. So, mach mal ein kleines Päuschen. Bis gleich. Ja. So, dann drücke ich mal wieder aufs Knöpfchen. Pilat hat dabei den Quest fertig gemacht, hat die Kathedrale und Shiogorath ein bisschen geärgert. Und ich war ungefähr 23 Kisten öffnen. Komm, ich habe erstmal was für dich. Was haben wir denn? Hier ein Beetle-Händler für dich. Dann haben wir noch... oh, du hast auch was für mich. Dann haben wir... Was war denn das hier noch? Da. Dann die Amethyst-Halskette. Und Stahlbeinchen. Bitteschön. Aha. Dankeschön, die Firma dankt. Nanu, das sah gerade aus, als sei deine Hose hinten offen. So, wunderbar. Oh, das Buttermesser ist aber hübsch. Das Buttermesser macht knapp 100 Schaden mehr. Plus die 160 Kälteschaden. Da kann man ordentlich Salami mitschneiden. So, wo müssen wir hin? Kannst du dir mal einen Punkt setzen auf der Karte? Ich muss noch dahin. Da müssen wir hin, da ging es da. Ich kann einen Punkt setzen, da. Da, okay, dann nehmen wir mal den Port nach Fallinesti Dingsbums. Dann nehmen wir erstmal den nächsten Wegschrein. Der nächste Wegschrein ist noch Eldenwurz, oder? Das ist der Südspitzwegschrein. Nach Osten. Ich glaube, den Wegschein habe ich gar nicht. Was? Ist auch meinst. Hä? Hier sind wir doch beide rausgekommen. Ja. Weil du hast noch Fall Mästi gesagt. Ne? Ja. Den hast du noch nicht, sonst kann ich da ja auch vorreiten. Ich kann sowieso vorlaufen, du musst so eh zu mir. Oh, eine Kiste. Ich habe so viele Kisten hier gefunden. Oh, zwei Hände habe ich, 20. Schön, ich kann Umkehrschnitt gehen. Sehr schön. Mache ich das gleich mal. Umkehrschnitt. So. So, was haben wir denn heute? Ein Eichenblitzstab und noch einen. Lal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